Moin Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben jetzt die Mission bei Call of Duty Modern Warfare, glaube ich, ein Haus zu stürmen. Mal schauen, wie das so wird hier. Es sieht so geil aus. Sowas würde ich mir wünschen als Koop. Okay, das scheint die Hütte zu sein hier. Die gehen da die Kellertreppe runter oder was ist das hier? Eingang? Naja, wir schauen mal. Was ist hier los? Da ist nichts los. Ja, nice, wir haben eine Leiter dabei. Cool. Oh, da. Alter, ist das geil. Schalldämpfer haben wir drauf. Sicher. Oh mein Gott. Alpha 3, geh durch die Vordertür. Na, was ist los? Ach, bist doch tot. Oh, ich dachte schon eben. Ach ja, hat er ja gesagt, er geht durch die Tür. Ich glaube, wir machen mal ein Nachtsichtgerät an hier, oder? Yes, ist glaube ich besser. Alter, Leute, guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Liebe Call of Duty Hersteller, macht doch endlich mal so ein Koop. Um vier Mann. Oder halt auch mehr Spieler, aber das welche denn so ähnlich wie Rainbow. So ein... Oh, hier mit Laser. Cool. Ja, bei dem Spiel heißen die Al-Qaida auch Al-Qaada. Sind wir hier vielleicht bei Bin Laden im Haus? Ich weiß es nicht, aber eigentlich ja nicht, weil der hat ja anders gewohnt. So, dich habe ich gerettet. Ha! Was willst du denn? Zwei Ziele ausgeschaltet. Alter, die Alte wollte mich umbringen. Sieh zu, dass das Geschoss sicher ist. Pumpgun, nö. Alles klar. What the hell? Wo war der denn drin? Erste Etage gesichert. Okay, der war im Bad. Da stehen die Jungs wieder bereit. Leute, zieht euch das mal rein, ey. Bravo 6, gehen in die zweite Etage. Das ist ja schon, als wenn du live dabei bist. Guck sie dir an, ey. Ausrüstung, das ist ja wie im Film schon. Ich liebe das Spiel. Okay. Wow, du Scheiße. Ist noch einer? What? Da ist ja noch einer. Schön, dass ich alleine in dem Raum bin. Jedes Zimmer prüfen. Oh, ich höre Kindergeschrei. Die Zimmer sichern.
Alter, ich hoffe, du kommst durch. Die Zimmer sichern. Etage gesichert. Okay. Ach, die ziehen ihn weg. Alles klar, Kumpel. Wo haben sie dich denn getroffen? Da waren wir nur noch drei. Bravo 6, übernehmen die dritte Etage. Dir kannst du überhaupt kein Vertrauen, kein Erwachsenen. Weder Frauen noch Männer. Okay, Gott sei Dank. Das Kind soll still sein. Ist sicher die Tür hier. Da ist auch noch einer. Und im Bett. Diese Schweine. Okay. Ja, ist doch gut. Wir tun dir auch näher nichts. Beruhig dich. Eine Etage bleibt noch, Sergeant. Oh mein Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, wir schaffen das schon. Es ist jetzt 17 nach 1 nachts. Jetzt gehe ich alleine hier hoch oder was? Abgeschlossen. Schnapp sie möglichst lebend. Ist das geil. Hallo. Sofort runter! Nicht schießen, bitte! Runter! Sie wollten mich runter! Sie haben mich eingesperrt! Wo guckt sie hin? Gebäude sicher. Extraktion starten. Verstanden, Boss. Roger. Durchsuchen, Sergeant. Wieso haben wir sie jetzt umgebracht? Ach. So eine Scheiße. Sie wollte nach dem Zünder greifen. Zum Glück haben wir sie ausgeschaltet. War das das Richtige, Sir? Darauf kannst du wetten. Wir kennen die Position des Wolfs. Der Dachboden des Alcatala-Gebäudes war eine Goldmine. Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden. Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramazar-Krankenhaus in Ursextan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Alcatala verschanzt hat. Farahs Truppen beobachten Terroristenaktivitäten im Krankenhaus. Währenddessen rückt ein Marine-Bodentrupp zum Komplex vor. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas. Die hätte uns in die Luft gejagt. Meine Soldaten sagen mir, sie sind im Krankenhaus. Al-Qatala nutzt Zivilisten als menschliche Schilde. Sie beschützen jemanden. Oder etwas. Finden wir es raus. Alles ruhig, Schwester. Hadir ist mein bester Schütze. Du kannst ihm vertrauen. All meinen Leuten. Die Marines wollen ihr Pfund Fleisch. Sie haben das Kommando. Ich sagte, wir helfen euch. Und du hältst dein Wort. Das ist nicht der Grund, dass ich das mache. Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Das Gas tötet alles. Sogar unser Essen. Wer so etwas tut, ist mein Feind. Keine Ausnahme? Keine. Al-Qatala hat mein Volk in Verruf gebracht. Und wir bezahlen teuer für ihre Verbrechen. Ich will den Wolf bestrafen. Du wirst dabei sein, wenn wir ihn Price übergeben. Und du? Wohin gehst du nach all dem? Was sagen die mir? Du hast keine Wahl? Nicht wirklich. Geh schlafen. Morgen wird wichtig. Und was ist mit euch? Wir sind hier bis Sonnenaufgang. Ich übernehme die Ecke.
Wir müssen zum Ende der Straße. Halber Kilometer. Ich laufe mit den Marines. Echo 3-1. Sergeant Griggs. Immer. Nenn mich Alex. Keine Einheimischen. Guck nicht mich an. Bist du Karim? Immer. Gute Arbeit mit den Russen. Wir teilen Freunde und Feinde. Viel Glück. Schiffack. Ja, dann legen wir mal los hier. Hier gibt es wirklich jede Menge Ziele. Auf die Fenster achten. Die Guten sind hier kaum von den Bösen zu unterscheiden, verfickter Scheiße. Viper, wo sind Sie? Viper rückt nach Norden zum Kontrollpunkt Omaha vor, 1-2. Verstanden. Treffen uns in der... Jo! Na, die Jungs haben ja richtig Spaß hier. Bestätigt, bin dran. Stolperdraht gehört ganz dir, Echo. Das ist ja geil. Das gab's ja auch noch nie. Nehmen, bleib in der Stelle. Weiter geht's. Folge dem Konvoi, bleib dicht dran. Scheiße, was ist denn hier los? Aufwerfen und flankieren! Oben auf der Erhöhung! Los, Gas, 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 Gas! Oh, ihr Feinde! Gehen wir in das Haus hier. B, Granatwerfer benutzen. Ich glaube, ich hab da nicht so Bock auf. Da oben sitzt einer. Oh Mann. Wo sitzt der Penner? Oh, diese dicken Dinger hier. Was ist hier hinter? MG da oben, ne? Oh, hier brennt's. Oh mein Gott, wo kann ich denn hin? Das sind meine Jungs. Hier rein? Down, ja. Geht nicht kaputt, okay. Oh, hier ist schon wieder so ein Stolperdraht. Pling. Ah, das ist ein Krach hier, ey. Alle down?
Widerstand an alle Teams. Stoßen Sie zum Konvoi. 7-1-2 Red Helmer 7. Wir werden vom Truppen am Südeingang des Krankenhauses. Wir bitten sofortige Unterdrückung. Over. Roger, Unterdrückung oder Unterstützung? Kontakt zu dieser Position. Zieler Pass. Bereithalten für Nachfeuer. Wow. Oh. Das ist ja schön, dass mal Verstärkung kommt hier. Ja, und schon bin ich tot. Alles klar. Vielleicht sollte ich doch in der Panzer bleiben. Man sieht hier aber auch nichts. Grünes Licht zum Vorrücken. Hier wird geschossen. Noch nein. Was sind die denn? Was, von wo? Ich bin verletzt. Das ist auch nah. Glatter Kopfschuss. Den scheiß MGs, ey. Lecco mio, ist das geil. Lobby gesichert, okay. Was haben wir hier denn noch Schönes? So geil, ne? Ja, lauf mal vor. Oh, dann habe ich wohl in die Hand geschossen. Naja. Wie konnte der noch eine Granate werfen? Sieh schon der Draht. Gott sei Dank, dann muss er tot sein. Ja, ist klar. So, erstmal hier Stolperdraht entfernen. Wo was?
Nur nicht so schnell vorjumpen hier. Dass wieder irgendwo Draht ist. Wie viel habe ich denn noch? Oh. 184 Schuss. Aber ich kann es immer nur wiederholen. Das ist so cool gemacht. Das ist eine verschissene Leichenhalle. Könnte ein Hinterhalt sein. Überprüft sie. Und zwar alle. Ja, hier kannst du keinem mehr trauen. Hör auf zu jaulen, sonst erschieße ich dich. Der bewegt sich hier so komisch. Alter. Ihr braucht das nicht mehr. Natürlich nicht. Boah, was ist hier los? Ich habe keine Rauchgranaten mehr. Aufpassen, aufpassen, Leute. Nachladen. Jo. Oh, das hat ein bisschen geleckt eben. Da ist Stolperdraht. Dass so eine geile Idee ist, hier lang zu gehen. Wo ist der Arsch? Da ist er. Ist hier noch einer? Okay, alles klar, sauber hier. Gut, Leute. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wir sind schon ganz schön drüber wieder. Alles klar. Würde mich freuen über eine Bewertung, einen Daumen hoch, einen Kommentar. Vielleicht über einen neuen Abonnenten. Alles klar, Leute. Bleibt, wie ihr seid. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.